Ständig beschimpft und hintergangen. An einem Tag bekam sie über 100 E-Mails, die ihren Computer lahmlegten. Jede einzelne Bosheit empfand sie als Messerstich. Anita Moore fühlte sich über Monate von ihren Kollegen schikaniert, bis sie krank wurde. Ja, angefangen von Magenschmerzen und Kopfschmerzen. Ich konnte mich auch nicht mehr richtig konzentrieren. Es gab einige Situationen, da war ich dann beim Mittagessen, wo ich einfach dann auch in der Umgebung mit meinen Kollegen das Essen stehen lassen musste. Ich bin auf Toilette, habe mich übergeben und habe dann auch solche Situationen vermieden. In einem Mobbing-Tagebuch hat sie die tägliche Tortur genau festgehalten. Das hat ihr Anwalt ihr geraten, denn Anita Moore hat ihren Kollegen wegen Mobbings verklagt. Doch wie soll sie verbale Attacken oder üble Nachrede beweisen? Ihr Anwalt Frank Jansen erklärt uns, wie schwierig es Opfer vor Gericht haben, denn sie müssen einen systematischen Psychokrieg über mindestens ein halbes Jahr wasserdicht belegen können. Ein einzelner Richter fällt dann die Entscheidung. Ein Mobbinggesetz existiert nicht. Man muss also belegen, dass der Arbeitgeber das genau mit dem Wissen getan hat, einen zu mobben. Das ist sehr, sehr schwierig. Hier bin ich der Meinung, müsste versucht werden, dass zum Beispiel eine Glaubhaftmachung reicht. Ja, das wäre ein Punkt. Und dass man eben auch gutachterliche Hilfen einfügt. Dass man eben wirklich sagen kann, dass auch den gutachterlichen Belegen mehr Gehör geschenkt werden kann, rein vom Gesetzgeber. Ich bin ein gnadenloser Verfechter eines Mobbinggesetzes. Experten schätzen, dass 2 Millionen Menschen vom täglichen Psychokampf am Arbeitsplatz betroffen sind. Die Ursachen sind ganz unterschiedlich. Mal sucht eine Gruppe einen Sündenbock, mal geht es um Macht, Status und Einfluss. Psychologen gehen davon aus, dass Angst um den Arbeitsplatz, schlecht organisierte Unternehmen oder unsichere Chefs Mobbing begünstigen. Opfer kann theoretisch jeder werden. Die Welt ist immer sehr vielschichtig. Also oft ist es so, dass mehrere Sachen praktisch gleichzeitig zum Mobbing beitragen. Wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es die typische Mobbing-Opfer-Persönlichkeit, dann müsste ich sagen, nein. Denn Sie können nicht sagen, wenn bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vorliegen, dann ist es fast automatisch so, dass man zum Mobbing-Opfer wird. 16 Jahre betreut Anita Moore am Klinikum Fulda Patienten, bis sie als hauptamtliches Mitglied in den Betriebsrat gewählt wird. Dort begann das systematische Mobbing, erzählt sie. Dort, wo sich normalerweise Mitarbeiter mit Problemen hinwenden, wollte man von ihren Schwierigkeiten nichts wissen. Das war für mich nochmal so eine zusätzliche Hilflosigkeit und Machtlosigkeit der gesamten Situation, die für mich dann wirklich unerträglich war, absolut ausgeliefert zu sein. Ich habe auch im Kollegenkreis darauf hingewiesen, dass ich als Betriebsrätin da am Ende bin. Ihr Kollege, der sie gemobbt habe, erzählt sie, rief später an und fragte, ob er helfen könne. Nicht ungewöhnlich, sagen Experten. Tätern ist häufig nicht bewusst, was sie Mobbing-Opfern antun, obwohl sie wissen, dass das, was sie machen, nicht in Ordnung ist. In der Regel aber finden die Leute immer Argumente. Also in der Studie, die wir zum Beispiel in Australien gemacht haben, da hatten wir durchweg natürlich Mobbing-Täter, die sehr wohl Gründe vorbringen konnten, die sich selber entlasten. Wie zum Beispiel, naja, die Handlungen, die ich da gezeigt habe, die waren nicht so schlimm. Oder wir hatten riesen Stress im Unternehmen und ich habe da manchmal über die Stränge geschlagen. Anita Moore hat mehrfach im Betriebsrat um eine Vermittlung gebeten. Eine Mediation wurde aus finanziellen Gründen abgelehnt. Der Gang zur Arbeit fiel ihr immer schwerer. Nach 11 Monaten Psychoterror brach sie zusammen. Fast ein Jahr lang war sie danach arbeitsunfähig. Irgendwann hat mein Körper mir Signale gesetzt, dass es nicht mehr geht, bis ich dann gar nicht mehr arbeiten konnte. Und es war... So hat es sich für mich angefühlt wie eine schwere Depression, dass ich ja, nicht mehr wusste, wo mein Weg lang gehen konnte. Auch so eine Zukunftsangst, was passiert, wenn ich jetzt hier in meiner Krankheit bin und wie geht's weiter? Die meisten Mobbing-Opfer werden krank und verlieren dann ihren Arbeitsplatz. Doch die Folgen bleiben vor Gericht oft unberücksichtigt, weil die Prozesse nach mehreren Instanzen meist in einem Vergleich enden. In anderen Ländern gibt es klare Kriterienkataloge, nach denen Richter Mobbing erkennen können. Und Mobbing wird dort teuer geahndet.
In USA zum Beispiel sind so ratzfatz bei 900.000 einer Million. Ja? Jetzt bin ich der Meinung, wenn man den Schreiner um die Ecke verklagt, sind natürlich eine Million zu viel. Aber wir müssen einfach mit unseren Streitwerten diesbezüglich hoch. Wir müssen einfach sagen, dass Mobbing und Diskriminierung ein verpöntes, dass die Gesellschaft das nicht will, ein verpöntes Merkmal ist. Und dass man dann einfach klipp und klar sagt, wenn du das machst, kostet das Geld. Anita Mohr bekam vom Arbeitsgericht Fulda eine leichte Persönlichkeitsverletzung bescheinigt. Mehr nicht. Sie will nun weiter klagen. Ihre hauptamtliche Betriebsarzttätigkeit hat sie aufgegeben. Sie arbeitet jetzt wieder in ihrem alten Beruf im Klinikum Fulda. Schönen Abend. Mein Name ist Heiner Wicke. Ich begrüße alle Anwesenden, im Besonderen unseren geschäftsführenden Gemeinderat Christian Lutz in Vertretung für den Herrn Bürgermeister Markus Flöckl. Alle Vertreter der Gemeinde und sozialen Einrichtungen sowie unsere Podiumsvortragenden. Unser erster Vortragende wird sein, der Herr Regierungsrat Magister Manfred Hotzer wird Sie über Rechtliches informieren. Zweiter Vortragende wird sein, das ist in der Folge, die Frau Dr. Irene Halak-Svoboda und wird Ihnen die als Psychotherapeutin die psychischen Aspekte von Mobbing näher bringen. Und vor wenigen Tagen konnte ich Ex-Gesundheitsministerin Frau Andrea Kdolski, Geschäftsführerin der ARGE Selbsthilfe Österreich, für unsere Gründungsveranstaltung gewinnen. Dankeschön. Ich bitte nun Gemeinderat Lutz um ein paar Worte. Ja, nur ganz kurz, ja. Ich habe mir schon gehört, mein Name ist Christian Lutz. Bin in Vertretung für den Herrn Bürgermeister heute da. Der ist in der gelesenen Runde. Darum wäre, wenn ich sie befürchtet habe am Anfang, wie man der Heinrich hinter mir gesagt hat. Ist schön, dass wir so weit gekommen sind. Recht herzlich begrüßen. Der Heinrich hat mir eben angesprochen, wie das heute da bei Worte sagen geht. Und dann denkt, naja, was will das denn da eigentlich wieder? Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das ist das Erste, was mir so im Kopf geht, und dann beschäftigt man sich mit dem Thema und denkt nach, und da kommt man drauf, erst, da habe ich selber auch schon was erlebt, beziehungsweise die Kinder in der Schule, ich habe drei Töchter, mit zwei haben wir das leider mitmachen müssen auch in der Schule, und ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, und ich bin froh, dass er was macht, und dass er sich gefunden hat, ist er, und danke, das war's schon. Ich wünsche dir noch einen. Wer will nicht? Dazu. Danke, Christian. Ja, du bist nicht allein. Und warum bist du nicht allein? Kann ich das Stickel zucken, dass du nicht so schmeißt? So. Weil wir da sind und weil wir miteinander sprechen können. Wir nutzen die Kraft der Gruppe. Und die Gruppe hat ganz schön viel Kraft, also was einer da nicht bewegen kann. Jedes Gruppenmitglied hat Kontakte und hat Möglichkeiten, über die Gruppe zu sprechen. Andere Betroffene über die Gruppe zu informieren, aufmerksam zu machen. Und nichts ist stärker, als wenn jemand sagt, mir hat die Selbsthilfegruppe geholfen. Wie wirkt die Selbsthilfegruppe? Sie wirkt durcheinander auffangen, sie wirkt durch gegenseitiges Ermutigen, sie wirkt durch Informieren und durch informiert werden und durch Orientierung geben. Und sie wirkt durch miteinander unterhalten, indem man ganz einfach über seine Probleme redet. Das ist ganz wichtig. Bevor wir ins Detail gehen und die therapeutische als rechtliche Inhalte zum Thema Mobbing erfahren, möchte ich Ihnen gerne Sinn, Zweck und Gestaltung unserer Selbsthilfegruppe Mose näher bringen. Ich mag aber jetzt im Vorhinein noch sagen, ich bin äußerst nervös heute, weil ich mich auf einem sehr glatten Eis und sehr dünnen Eis bewege. Deshalb bitte ein bisschen um ein Verständnis, wenn ich mehr lese, als wie ich so aus dem Kopf raus sage. Das Gedächtnis ist nicht so stark heute. Gut, Dankeschön. Natürlich hat Selbsthilfe Grenzen. Kommt dann später, sorry. Die Wirkung der Selbsthilfe ist abhängig von jedem Einzelnen.
und nur gegeben, wann die Teilnehmer bereit sind, aktiv mitzuarbeiten. Die Selbsthilfegruppe lebt von Engagement, von den Möglichkeiten und von den Ressourcen jedes Einzelnen. Wenn die Selbsthilfegruppe ausschließlich zum Konsumieren von Informationen und Hilfen dient, dann funktioniert sie nicht. Der Beitrag von anderen ist unbedingt notwendig, dass sie sich auch einbringen und dass sie das, was sie selbst erleben und was sie selbst machen, auch teilen und weitergeben. Sonst ist das Prinzip des Gegenseitigen, also des Gebens und Nehmens, auf jeden Fall gestört und dann funktioniert das auch nicht. Die Selbsthilfegruppe hat noch Grenzen, und zwar, es ist kein Ersatz für medizinische Behandlungen, für Therapien oder für Rehabilitation. Es ist vielmehr eine wertvolle und eine wirksame Hilfe und eine Ergänzung für medizinische Behandlungen. Jetzt sind wir da, es gibt immer einen Weg. Und den müssen Sie nicht alleine gehen. Hier beginnt der Weg in die Selbsthilfegruppe. Gibt es Regeln in der Selbsthilfegruppe? Ja, es gibt sehr wohl Regeln. Und es gibt allgemein geltend folgende Grundregeln. Die Verschwiegenheit. In der Selbsthilfegruppe finden die Mitglieder und die Gruppenmitglieder persönliche Gespräche, sehr intime Gespräche und finden auch Verständnis. Und diese Dinge dürfen keinesfalls nach außen dringen. Die Gemeinschaft, die Gruppe gibt die Chance, die Gemeinschaft gibt der Gruppe praktisch die Chance, die Isolation, in der man durch Mobbing reingekommen ist, zu überwinden und wieder rauszukommen. Das Erlebnis, ich bin nicht allein, gibt ihnen eine viel Kraft, und das Knüpfen sozialer und zwischenmenschlicher, freundschaftlicher Kontakte gibt ebenfalls viel Kraft und ist ein erster Schritt. Alle Gruppenteilnehmer helfen einander und erarbeiten gemeinsame Strategien. Die Verantwortung, jedes Gruppenmitglied ist für sich selbst und auch für die anderen verantwortlich. Und die Verantwortung die Probleme und die Anliegen der Gruppenmitglieder gemeinsam zu erarbeiten und in Anspruch zu nehmen. Jeder ist verpflichtet, auch den Mitgliedern zu helfen. Aber das haben wir schon gehabt. Dann die Freiwilligkeit. Die Teilnahme an den Gruppentreffen ist immer freiwillig. Und alles, was sich in der Gruppe abspielt, ist nur freiwillig und ehrenamtlich. Die Regelmäßigkeit wird zu einem Teil des Monatsablaufs. Also ich habe mich entschlossen, unsere Gruppentreffen 14-tägig zu gestalten. Der Austausch der Gruppe kann auch über moderne Medien passieren. Ich habe schon gemerkt, dass einige sind sogar da, über das Facebook, über die modernen Medien. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, auch darüber Gruppentreffen abzuhalten. Sollte man aus irgendeinem Grund nicht zu einem Gruppentreffen kommen können. Und es ist halt auch sehr interessant zu wissen, dann wer wann online ist. Der letzte wichtige Punkt ist die Pünktlichkeit. Weil die Pünktlichkeit ist ein Ausdruck des Respekts. So, bitte. Mobbing kann jedem passieren. Vor allem mir ist es ein sehr großes Anliegen, dieses Tabuthema Mobbing publik zu machen und damit auch allen anderen die Möglichkeit zu geben, dass ihnen geholfen wird. Während der Vorbereitungen zu diesem heutigen Vortrag habe ich immer wieder abbrechen müssen, weil einfach Erinnerungen an meine eigene Geschichte aufgetaucht sind. Wie kam ich zu Mobbing? Also, ich habe eine Familie gehabt, Frau, Kinder, eine große, nette Wohnung, einen fixen, pragmatisierten Job und habe den Beruf aus besonderen Gründen aufgeben müssen und habe einen neuen Job angefangen. In dem neuen Job
habe ja 3-monatige Probezeit gehabt und nach der Probezeit sollte ich eine Prüfung ablegen. Dadurch, dass ich gewusst habe, ich habe eine sichere Zukunft aufgegeben und stehe jetzt im Prinzip vor einer Prüfung, wo ich diese Sicherheit wieder erreichen kann und diese Stabilität, habe ich enorm fleißig gelernt und mich ordentlich ins Zeug gehauen, dass ich dann die Prüfung auch sicher bestehen werde. Es war dann so, dass ich nach 3 Monaten zu der Prüfung gegangen bin, da sind alle meine Vorgesetzten in der Reihe gesessen, so wie wir jetzt da sitzen, in etwa, da waren es ein bisschen mehr sogar, weil die Referenten von der Abteilung auch daneben noch gesessen sind und die haben mich ständig mit Fragen bombardiert und gefragt. Und so wie sie die Fragen rausgeschossen haben, habe ich die Antworten rausgeschossen. Nach dieser Prüfung ist der höchste Vorgesetzte in meine Abteilung gekommen und hat vor allen anderen Mitarbeitern, die an dem Tag da waren, gesagt, er hat noch nie jemand gehabt, der so bravourös eine Prüfung abgeschlossen hat. Und wahrscheinlich ist da Neid und Eifersucht bei den anderen gewachsen. Ich weiß es nicht, was wirklich die Ursache war. Und die haben gesagt, das schau ich mal an, ob der so gut ist. Wir sind schon länger da und der soll kommen und soll auf einmal so tolle Arbeit leisten. Das schau ich mal an. Und die haben mich auf den Prüfpfad gesteckt. Und da bin ich 18 Jahre nicht rausgekommen aus diesem Rad. Wie ist es mir dabei ergangen? Also, am Anfang habe ich es nicht bemerkt. Am Anfang habe ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich sollte ich noch ein bisschen mehr tun. Es ist auch immer wieder, wenn ich dann angefordert habe, warum eigentlich wird mir immer wieder jemand anderer vorgezogen oder warum darf ich dies oder das nicht machen und so weiter, ist meistens gesagt, na, ich habe mich nicht bemerkbar gemacht oder man hat mich übersehen leider und. Das ist dauernd so gegangen. Das ist immer wieder so gewesen und ich habe dann immer an mir die Fehler gesucht. Irgendwann ist mir aufgefallen, na, das liegt nicht an mir, da hat irgendwer was gegen mich. Und dann habe ich mir gedacht, wer hat was gegen mich und warum hat der was gegen mich? Und das haben sich schon welche herauskristallisiert, wo ich dann genau gewusst habe, ja, das sind einzelne Personen, die mich halt nicht wollen. Da habe ich mir gedacht, na gut, das ist vielleicht eine Antipathie, das ist ja auch normal, dass man nicht jedem sympathisch ist. Ja, das war es aber nicht. Das ist dann eben weitergegangen, dann sind mir immer wieder neue Leute, obwohl ich Versprechungen gehabt habe, ich werde befördert und ich habe Leute zum Ausbilden bekommen und alles Mögliche. Habe auf einer Seite gute Jahresbeurteilungen gekriegt, auf der anderen Seite zwischendurch ständig Beurteilungen, die ins Schulnotensystem 5 passen. Wo ich gesagt habe, das kann einfach nicht sein, da müssten Sie ja Maßnahmen treffen, wenn ich wirklich so ein schlechter Mitarbeiter wäre. Ist aber nichts passiert. Gut, also da sagen wir ganz klar, das ist Mobbing. Die wollen mich einfach nur fertig machen. Und wie ist mir dabei gegangen? Mir ist schlecht dabei gegangen. Und ich habe mich verletzt gefühlt und ich war verzweifelt und habe keine Möglichkeit gefunden, irgendwo Hilfe zu bekommen. Wie mein Körper darauf reagiert. Also anfangs hat mein Körper damit reagiert, dass ich Rückenschmerzen bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich ständig geschaut habe, ob wer hinter mir steht, ob mich wer beobachtet bei der Arbeit und schaut nur, wann macht er wieder einen Fehler, wo kann ich ihn wieder angreifen, wo kann ich wieder irgendwo einhaken bei ihm. Ich bin überzeugt, die Rückenprobleme waren deshalb. Dann aufgrund der Verzweiflung sind Depressionen dazu gekommen, es sind Panikattacken gekommen. Das heißt, ich habe mir öfters geglaubt, ich habe einen Herzinfarkt und bin ins Spital gefahren und habe mich immer wieder anschauen lassen, habe mir immer wieder eine Kurve machen lassen von meinem Herzen, weil ich nicht gewusst habe, was ist los mit mir. Bis sie drauf gekommen sind, das sind Panik- und Angstattacken. Angstattacken habe ich gehabt, indem ich meinen Beruf nicht ausüben habe können. Ich bin aus meinem Bereich gegangen, habe mich irgendwo versteckt und zu einer gewissen Zeit, wo ich wieder zurück sein habe sollen, bin ich wieder zurückgegangen. Weil ich Angst gehabt habe, irgendwer tut mir vielleicht was, weil ich sowieso depressiv bin. Ist ja kein Problem, hat er sich überhaupt gestürzt, der Arme oder so. Ja, auf jeden Fall ist das ordentlich, ist mir das nahe gegangen, also das, so hat mein Körper reagiert und so hat auch die Seele reagiert. Ja. Wie hat meine Umgebung reagiert? Also es war so, anfangs haben sich ziemlich bald, also andere haben das auch bemerkt, ein paar auf meine Seite gestellt und gesagt, hörst bitte, lass den Witwe in Ruhe und so weiter. Und die waren ziemlich schnell selbst Mobbingopfer. Dann hat es noch eine Gruppe gegeben von Mitarbeitern, die haben das einfach nur verharmlost. Geh, bitte,
mach da nichts draus, mach einfach deine Arbeit, geh zu Hause, schalt ab, mach nicht mehr als du machen sollst, dann hast du vielleicht deine Ruhe. So war es halt nicht. Dann hat es die Mitläufer gegeben, die ganz einfach gedacht haben, naja, wenn ich mich jetzt da äußere zu dem, dann habe ich selbst Probleme, fahre ich lieber ein bisschen mit den Schlitten, mach mir ein bisschen lustig über den Wicke und dann passt das schon, dann haben meine Vorgesetzten mit mir Freude und dann sind sie nicht auf mich best, dann habe ich eine Ruhe. Und dann hat es noch gegeben die Hetzer und die Mitmopper. Das sind die, die teilweise Lust gehabt haben dran, wenn sie sehen, dass der Mopper auf einmal ihm auf die Schulter klopft. Oder andere, die sich einfach mitreißen haben lassen, ja, vielleicht ist der Wirke wirklich so schlecht. Vielleicht ist er wirklich so schlecht, der Mitarbeiter, da hat er schon wieder einen Blödsinn gemacht. Und natürlich helfen sich die Fehler, wenn man ständig angegriffen wird. Ja, so war eigentlich die Kollegialität. Ja, und warum bin ich auf die Idee dann gekommen? Also die Umgebung habe ich schon gehabt jetzt. Ja. Warum kam ich dann auf die Idee, die Selbsthilfegruppe zu gründen? Also einmal muss ich meiner Therapeutin danken, der Frau Hallag-Swoboda. Sie hat mich ziemlich aufgerichtet zu mehr Selbstvertrauen und zu ein bisschen aus der Angst rauszukommen und einmal einen Schritt nach vorne zu machen. Also sie hat das auf jeden Fall unterstützt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich auch noch nicht erwähnt, meine Frau, die mit mir die ganzen Jahre irrsinnig viel mitmacht, meine Depressionen mitmacht, meine Probleme mitmacht, die zu Hause nicht stoppen, weil wenn du depressiv bist, dann hat das deine Auswirkungen auch in der Freizeit, und die voll hinter mir steht, der heute voll hinter mir steht und hinter ihnen sitzt. Danke, Schatz. Dann, was hat mich noch bewogen, die Selbsthilfegruppe zu bauen, aufzustellen? Weil ich habe im November habe ich einen Unfall gehabt. Und für mich war das ein Zeitpunkt, wo ich praktisch bewusstlos auf der Autobahn gelegen bin. Und das um 17 Uhr Nachmittag. Auf der dritten Spur, kann man sagen. Und dass man das überlebt, ist schon eine ganz tolle Sache. Und das, ich bin davon ausgegangen, das wird schon einen Grund gehabt haben, dass ich das überlebt habe. Jetzt werde ich mein Leben einmal von der anderen Seite aufziehen. Jetzt werde ich aktiv mein Leben leben und jetzt werde ich mich auf die Beine stellen. Jetzt werde ich mich nicht so treiben lassen von den anderen. Und ich muss einen Schritt setzen, der schwer ist, der gegen Stärkere ist, eindeutig, wo ich abhängig bin davon. Und die dürfen mit mir nicht machen, was sie wollen. Das dürfen sie nicht und das werde ich auch in Zukunft nicht mehr zulassen. Und ich werde auch nicht zulassen, dass sie das mit anderen machen. Das war der Grund, warum ich die Selbsthilfegruppe aufbaue. Ich habe Hilfe bei Kollegen gesucht, die konnten mir nicht helfen, weil sie dann selbst Mobbingopfer waren. Ich habe Hilfe bei meinen Vorgesetzten gesucht, die teilweise Mobber waren, mitgemobbt haben, andere Vorgesetzte, sowas gibt es bei uns nicht. Und was es nicht gibt, kann es bei uns nicht geben. Ich war beim Betriebsarzt. Ein Betriebsarzt hat mich zum Psychologen und zum Psychiater geschickt. Der hat eigentlich einen guten Dienst bei mir gemacht, weil der hat mir geholfen, dass ich damit auf klarkomme ein bisschen, damit ich auch verstehe, was mit mir passiert und warum es passiert. Später beim Betriebsarzt gehabt, der hat gesagt, du bist der Hypochonder. Du willst nur in Frühpension gehen. Du bringst mir so ein paar Unterlagen, wozu? Du bringst mir Gutachten. Gutachten schreibt der Arzt so, wie es der will, der bezahlt. Und ich sage, aha, toll. Ich gehe natürlich nicht mehr zu den Ärzten. Was habe ich noch erlebt? Personalabteilung. Personalabteilung hat mir gesagt, sie hat mit der Abteilung gesprochen. Da gibt es nichts, da gibt es keine Probleme. Betriebsrat. Ich war erst bei meinem Betriebsrat. Der hat mich vertröstet. Nach eineinhalb Jahren habe ich aufgegeben, zum Betriebsrat zu gehen. Erst nach meinem Unfall bin ich wieder zu einem anderen Betriebsrat gegangen und der hat die Aktion, die Selbsthilfe zu gründen, für gut geheißen und hat mich dabei eigentlich moralisch sehr unterstützt.
Ich war bei der Gewerkschaft früher, schon vor vielen Jahren. Die haben gesagt, sie werden gemobbt, kündigen sie. Ich war bei der Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer hat gesagt, was wollen Sie? Sie haben einen guten Job, Sie verdienen viel Geld, was wollen Sie? Der hat mich ausgelacht. Ja. Was bleibt dann über, wenn man nirgends Hilfe findet? Selbsthilfe. Und deshalb bin ich heute da. Und man soll nicht krank werden müssen, um reden zu können. Und eine ganz wichtige Aussage von mir. Man muss reden. Wenn wer nicht mehr reden kann, wenn wer mit niemand reden kann über das, was ihn wirklich drückt, was ihn wehtut, dann hat er ein ernstes Problem. Und dann ist er in Lebensgefahr. Nach meinen persönlichen Ausführungen bitte ich nun den Regierungsrat Magister Manfred Rotzer um seinen Vortrag. Ich versuche es ohne Mikrofon, ich glaube, meine Stimme ist laut genug. Ja, Mobbing und Diskriminierung ist auch für mich ein wichtiges Thema. Und ich möchte gleich vorausschicken, es wird immer von Mobbing gesprochen. Es gibt Bücher über Mobbing, man redet über Mobbing, die Zeitungen schreiben über Mobbing. Man hat den Eindruck, die wenigsten wissen, was Mobbing ist. Aber es redet in dem Zusammenhang niemand von Diskriminierung. Und für mich ist das nahezu ein Kunstfehler, denn Mobbing besteht oft aus vielen einzelnen Diskriminierungshandlungen. Und rechtlich ist es so, dass man bei Mobbing wesentlich schlechtere Chancen hat als bei Diskriminierung. Wenn man sich das bildhaft vorstellt, Mobbing muss sich erst herausbilden durch viele einzelne Mosaiksteinchen. Wenn ich sage, der ist gemobbt und ich habe 4 Mobbinghandlungen oder Diskriminierungshandlungen, dann ist das noch kein Mobbing. Rechtlich muss man sozusagen unterscheiden, dass Mobbing über einen längeren Zeitraum gehen muss. Bei Diskriminierung reicht eine einzige Diskriminierungshandlung und ich kann bereits wegen einer einzelnen Diskriminierungshandlung klagen. Also warum redet man immer von Mobbing und hetzt die Leute in Mobbingprozesse, die sie voraussichtlich verlieren, wenn man doch bei Diskriminierung wesentlich mehr Chancen hat? Ich frage mich, wo sind die Journalisten, die das ihren Lesern beibringen? Und es ist eines interessant, es wird von der EU herausgegeben ein sogenannter Eurobarometer. Es gibt auch einen Eurobarometer Diskriminierung, den findet man im Internet. Wenn man sich über das Thema informieren will, würde ich sagen, eigentlich nur im Internet. In ihren Qualitätszeitungen werden es dazu keine brauchbaren Informationen finden. Meiner Meinung nach. Und im Internet finden Sie in diesem Eurobarometer. Und im Eurobarometer 2009 hat man ein Ranking gemacht von den europäischen Staaten. Und da wurde die Frage gestellt, würden Sie Ihre Rechte kennen, falls Sie Opfer von Diskriminierung oder Belästigung werden? Ja. Das haben in Österreich 16% mit Ja beantwortet. Österreich ist am letzten Platz in der EU. Habt ihr schon was in Ihrer Qualitätszeitung gelesen, dass Österreich da am letzten Platz ist? Hat da schon irgendein Personalvertreter was gesagt? Hat da die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft was gesagt dazu? Also ich meine, allein diese Information, dass Österreich am letzten Platz ist in der EU, verdient eigentlich weitererzählt zu werden, auch von Ihnen. Und dann kann man sagen, lieber Betriebsrat, schaut doch dazu, dass wir vielleicht ein paar Plätze höher kommen. Aber das passiert nicht. Man kann sich fragen, warum. Es gibt noch einer Erhebung der Statistik Austria in Österreich 100.000 Mobbing-Betroffene, die sich als Mobbing-Betroffene
deklariert haben. Und diese 100.000 Mobbing-Betroffene, die sind alle ganz allein. Und weil sie doch alle ganz allein sind, die 100.000, können sie natürlich gar nichts machen. Ja, kommt man vielleicht dann auf die Idee, dass es einen zweiten Anno gibt und einen dritten und sich zusammenzuschließen? Und das ist genau die Idee, dass man in einer Selbsthilfegruppe zusammenfindet. Das ist also aus meiner Sicht der erste Schritt zur Selbsthilfe. Ich habe also einen Garten und da habe ich folgende Beobachtung gemacht. Es kommt eine Gelse, die setzt sich da bei mir auf. Die ist natürlich viel kleiner als ich. Ich bin ein Mächtiger, ich mache Klatsch und die Gelse ist da. Also das Naturgesetz ist ganz klar, der Stärkere gewinnt. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn 300 Gelsen kommen, dann renne ich davon. Also eigentlich kann man aus der Natur lernen. Auch der Schwache, wenn er sich sozusagen in Schwärme bildet, hat also durchaus Chancen auch gegen Stärkere. Und man kann dann nachdenken, ob ein Löwe einen Floh mehr ärgern kann oder ein Floh einen Löwen. Gut, das ist nur so bildhaft gesprochen. Ich komme zurück auf die rechtliche Situation. Das Mobbing, da gibt es keine Legaldefinition in den österreichischen Gesetzen. Und da gibt es halt Auslegungen vom OGH, die sind sehr umfangreich. Ich will es jetzt nicht mit den juristischen Definitionen langweilen, die sind irrsinnig lang und mühsam zum Zuhören. Wem das rechtliche im Detail die Definitionen interessiert, empfehle ich, ich habe das da geschrieben in einem Artikel, Wirksamer Schutz gegen Mobbing und Diskriminierung. Der findet sich im Internet. Unter meinem Namen kann man das googeln. Und da finden Sie die rechtlichen Bestimmungen auch nur überblicksmäßig im Detail. Denn einen Überblick über die Bestimmungen von Mobbing und Diskriminierung hat in Österreich aus meiner Sicht kein einziger. Es gibt in Österreich, wir haben ja unseren Föderalismus, man hat aus wenigen Richtlinien der EU über Diskriminierung in Österreich 45 Gesetze gemacht und die überblickt niemand. Also wir haben, und auch wenn Sie zu einem Rechtsanwalt gehen, der Rechtsanwalt, der muss so viel Zeit investieren, dass er sich da durchfindet, das kann man fast nicht bezahlen. Es ist ein Mobbingopfer insofern sozusagen schlecht dran, denn ein Mobbingprozess ist wenig chancenreich. Es hat die Zeitschrift Spiegel in Deutschland eine Umfrage gemacht. Da waren nur 5% der Mobbingklagen erfolgreich. In Österreich wird es nicht viel anders sein, aber da wird so eine Statistik gar nicht machen. Ja. Und aus meiner Sicht, ich persönlich würde mir sehr überlegen, eine Mobbingklage einzubringen. Denn die Chancen sind sehr, sehr bescheiden. Und jetzt hat man aber das Thema Mobbing aber doch auch in der Öffentlichkeit aufgegriffen, weil es nimmt immer ärgere Formen an. Und man hat jetzt diskutiert bei der letzten Strafrechtsreform, was man gegen das Cybermobbing machen kann. Ich habe das eigentlich originell gefunden und ich habe das auf meiner Website auch veröffentlicht. Ich habe gesagt, Cybermobbing, das ist eine Ausführungshandlung von Mobbing. Es ist nun niemand auf die Idee gekommen, dass er einen Mord nur strafbar macht, wenn er mit dem Messer ausgeführt wird. Natürlich ist eine Tötungshandlung mit all sozusagen strafbar, ganz egal mit welchem Werkzeug ihr da umbringt. Jetzt fragt man sich, warum ist Mobbing nur mit dem Computer strafbar? Und dann wird so schön gesagt über die letzte Strafrechtsreform, das ist überhaupt interessant. In der Wiener Zeitung steht so schön, das habe ich da gelesen, strengere Strafrecht.
Als Jurist habe ich mir gesagt, super, bei den Leuten bleibt hängen die Überschrift strengeres Strafrecht. Das Strafrecht ist strenger geworden bei den Gewaltdelikten. Bei den Vermögensdelikten ist es wesentlich milder geworden. Da sind die Wertgrenzen um das Zehnfache angehoben worden nach dem Entwurf. Also wenn ich was milder machen will, das ist so wie beim Basar, ich verlange das Zehnfache. Ja, und dann ist das Gesetz beschlossen worden, dann ist ohnehin nur mehr das Sechsfache geworden. Aber das ist ja noch immer mehr, als man je bei Lohnverhandlungen sich trauen würde zu verlangen. Also man staunt, dass man eigentlich aus meiner Sicht unverhältnismäßige Anpassungen da vornimmt. Es ist eigentlich relativ aktuell, dieses Strafrechtsänderungsgesetz im Parlament durchgegangen. Es war am 7. Juli 2015 ist es im Nationalrat beschlossen worden. Dafür war die SPÖ, die ÖVP und die NEOS. Dagegen war die FPÖ, die Grünen und das Team Stronach. Ja, und dann ist durch den Bundesrat durchgegangen, das ist am 23. Juli beschlossen worden. Sie sehen, das ist ja gar nicht so lang her. Also das ist eine aktuelle Information. Und der Straftatbestand für das Cybermobbing ist jetzt so gestaltet. Das ist der Paragraph 107c Strafgesetz. Das findet man auf der Seite vom Parlament. Ich will Sie überhaupt ermuntern, sozusagen sich selbst zu informieren. Und da gibt es sehr gute Seiten. Parlament.gv.at kann ich Sie nur einladen, dass Sie da selbst einmal reinschauen. Und da finden Sie auch dieses Gesetz. Ja. Und der 107c, das ist eben dieses Cybermobbing, ich erspare Ihnen wieder die Definition, aber die ist mit einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Jetzt kann man sagen, na super, wenigstens das Cybermobbing ist bestraft. Ja. Mit einem Jahr Freiheitsstrafe. Aber, worüber nicht berichtet wurde, es gibt auch eine Strafprozessordnung und es ist in der Juristerei, muss man immer aufpassen, man findet was in einem Gesetz und dann übersieht man, dass in einem anderen Gesetz eigentlich ganz was anderes steht, was das wieder konterkariert. Und wir haben Cybermobbing strafbar mit einem Jahr Freiheitsstrafe. Und jetzt ist es so, dass das Cybermobbing ja oft anonym im Internet erfolgt. Jetzt muss ich den erst ausforschen, der im Internet irgendwas gepostet hat oder geschrieben hat. Gut. Da kann ich natürlich, allerdings brauche ich natürlich einen, der das ermittelt, wer ist der anonyme Absender. Und dann gibt es aber auch in der Strafprozessordnung Bestimmungen, die bestimmen, wann so eine Überwachung stattfinden darf. Und das ist der Paragraph 135 Strafprozessordnung. Und da steht drinnen, bei einer Straftat, die mit mehr als 6 Monaten bedroht ist, darf so eine Überwachung zustimmen, wenn der Provider ausdrücklich zustimmt. Wunderbar. Ich werde jetzt übers Internet gemobbt, möchte den ausforschen und der Provider sagt, ich stimme nicht zu, weil das kostet mein Geld. Also die Provider haben sich ja gewehrt gegen diese Überwachungsmaßnahmen, denn das ist ein Aufwand. Und jetzt kann man annehmen, dass man bei Cybermobbing, dass der Provider sagt, nein, ich stimme nicht zu. Wenn man jetzt ganz raffiniert ist, dann liest man weiter im Strafgesetz und dann steht, hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch zur Folge, dann gibt es eine Strafdrohung von 3 Jahren. Und dann gibt es auch einen Paragraph 135 Absatz 3, da steht wieder drin,
Wenn die Strafdrohung über ein Jahr ist, braucht der Provider nicht zustimmen, dann kann man so auch die Überwachung durchführen. Jetzt muss man eigentlich, wenn ein normales Mobbingopfer die Überwachung erreichen will, auch gegen den Provider, gegen den Willen des Providers, muss man dann eigentlich sagen, bitte mach einen Selbstmordversuch. Ja, darf denn das wahr sein? Bitte, lesen Sie in die Zeitungen über solche Sachen. Also, ich schreibe auf meiner Website solche Sachen, die halt nicht in der Zeitung stehen. Ja? Das heißt, es ist also wirklich ganz schlimm mit dem Mobbing. Es gibt in europäischen Staaten schon Anti-Mobbing-Gesetze. Ausgangspunkt war eine Selbstmordserie bei der Telekom Fraus. Da haben sie über 30 Mitarbeiter an der Selbstmord gemacht. Und das war aufgrund des Arbeitsdrucks und der Mobbing-Situationen. Und das hat sich dann nicht mehr verheimlichen lassen. Und das war Anlass, dass man in Frankreich einen Straftatbestand Mobbing gemacht hat. Bei uns hat es ein, wie man das die Strafrechtsreform überlegt hat, hat es einen Bericht der Arbeitsgruppe Strafrecht gegeben. Und da wurde auch diskutiert, ob man Mobbing auch in Österreich strafbar machen soll. Und dann hat die Arbeitsgruppe aber festgestellt, ein Mobbing-Betroffener kann sich ja durch einen Wohnortwechsel und durch einen Arbeitsplatzwechsel dem Mobbing entziehen. Und daher braucht Mobbing nicht strafbar sein in Österreich. Da kann ich nur sagen, wenn du ein Mobbing-Betroffener ist, wird er wahrscheinlich mit der Meinung der Justizexperten nicht sehr einverstanden sein. Und es war für mich auch verblüffend bei dieser Begutachtung und bei diesem Bericht dieser Arbeitsgruppe, es werden üblicherweise Vergleiche mit anderen EU-Staaten gemacht. Die Anti-Mobbing-Gesetze in den anderen Staaten, die wurden bei uns nicht bemerkt von den Justizexperten. Zumindest ist in dem Bericht der Arbeitsgruppe darüber kein Wort verloren. Also Faktum ist, wir haben jetzt einen Mobbing-Straftatbestand bei Cybermobbing. Nur, Sie müssen damit rechnen, dass Sie damit zu Ihrem Recht kommen, weil der Betreiber kann sagen, er stimmt mir zu. Und dann Selbstmordversuch kann ich Ihnen mit bestem Gewissen nicht unbedingt empfehlen, dass man da wirklich dazu kommt. Was ich aber empfehlen kann, das ist, dass man diese Thematik sozusagen ein bisschen bespricht, vielleicht auch in Selbsthilfegruppen, vielleicht ein bisschen das auch mit Betriebsräten und so weiter bespricht. Und für die nächste Novelle des Strafrechtsgesetzes, dass man da vielleicht doch einen Straftatbestand Mobbing reinbringt. Denn ein Straftatbestand Mobbing hat nämlich auch wieder weitere Auswirkungen, die so am ersten Blick nicht sichtbar sind. Es muss zum Beispiel ein Beamter auch rechtswidrige Weisungen befolgen. Ein Beamter kann nur und muss nur strafgesetzwidrige Weisungen ablehnen. Wenn jetzt ein Vorgesetzter einen Beamten mobben will, kann er einen anderen Beamten anweisen, du, mit dem darfst du nichts reden oder dem gibst du keine Unterlagen. Also, der kann nach der derzeitigen rechtlichen Situation einen anderen Beamten die Weisung erteilen, dass er einen Kollegen mobbt. Das ist nicht strafbar und der Kollege muss die Weisung ausführen. Findet nicht unbedingt meine Zustimmung, aber für mich war verblüffend, dass weder die Arbeiterkammer noch die Gewerkschafter oder Personalvertreter zu diesen gesetzlichen Bestimmungen irgendwas gesagt haben. Also zumindest habe ich nichts gefunden. Wenn Sie etwas kennen, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir das verraten. Es ist, wie gesagt, beim Mobbing
die rechtliche Situation eher chancenlos. Man kann versuchen, mit Diskriminierung aufgrund der Gleichbehandlungsgesetze zu klagen. Aber da ist wieder folgendes Phänomen. Wir haben Gleichbehandlungsgesetze und mit denen hat man erreicht, dass man eigentlich eine Ungleichbehandlung normiert hat. Denn es werden nur bestimmte Gruppen geschützt. Es werden nur Frauen geschützt. Also die Frauen waren da initiativ, die haben da als erstes die Gleichbehandlung durchgebracht. Das ist ja im ersten Hauptstück. Und dann sind andere Gruppen auf die Idee gekommen, und das sind die zweiten Hauptstück von dem Gesetz, das ist jetzt wegen des Alters, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft und so weiter diskriminiert, kann man wegen Diskriminierung klagen. Ein Rothaariger, der gehänselt wird, oder ein Dicker, der gehänselt wird, der kann nicht klagen. Der gehört zu keiner geschützten Gruppe. Jetzt frage ich mich, warum kann das eigentlich zulässig sein, dass ich einen Dicken diskriminieren darf? Ja, aber einen Alten halt nicht. Also eigentlich muss ich nicht. Aber die Dicken haben halt nur keinen Lappenzahn dran. Oder die Rothaarigen. Es ist ja hochinteressant. Jetzt komme ich wieder auf die Verfahren. Es ist wieder. Achso, Entschuldigung. Ja. Es ist ja bei den Verfahren so, die Frauen haben eigene Verfahren durchgesetzt. Also wenn man diskriminiert wird, als Frau muss man zu anderen Einrichtungen gehen als zum Beispiel Behinderte. Völlig andere Verfahren, aber ich will es kurz machen. Aber wegen Ehrenkränkung kann man zum Beispiel eine Ehrenkränkung bei den Gemeindevermittlungsämtern geltend machen. Und es ist aber so, dass von den Gemeindevermittlungsämtern eigentlich kaum wer was weiß. Ja. Die sind noch aus der Kaiserzeit rüber gerettet worden, aber die gibt es ja nicht in allen Ländern. In Niederösterreich gibt es zum Beispiel nicht. Aber wenn man einen Streitfall in Wien hat, kann er zum Bezirksvorsteher gehen und das so ein Verfahren beantragen. Es ist nur so, dass man wahrscheinlich nichts darüber weiß. Das wissen nicht einmal die Stadt Wien Beamten. Ich habe übrigens beim Bürgerservice angerufen und habe gesagt, ich hätte eine Information über das Gemeindevermittlungsamt. Wenn ich zum Beispiel von irgendwem angespuckt werde, ja, kann ich mich dort bei dem Gemeindevermittlungsamt in Wien bei der Bezirksvorsteherin melden und den Verfahren einleiten. Das wissen nicht einmal die Gemeindebeamten. Ja. Aber im Internet findet man das. Und deswegen wollte ich nur die Botschaft sagen, informiert sich über das Internet. Und zwar, wie gesagt, auf der Seite, ich mache es jetzt schon ganz kurz, parlament.gv.at findet man sämtliche Gesetzesentwürfe in der Begutachtung. Jeder Bürger hat das Recht, eine Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf abzugeben. Die Selbsthilfegruppe Mobbing Graz hat so eine Stellungnahme abgegeben. Die ist sehr interessant. Aber man kann auch Bürgerinitiativen zustimmen, wenn sie zum Beispiel folgende Bürgerinitiativen unterstützen wollen. Ich habe jetzt nur ein paar auszugeben. Von Tirol gibt es eine Bürgerinitiative Erhalt der Lachwiesen in Wipp und Stubaital. 5 Zustimmungen. Erhalt der Militärmusiken in allen Bundesländern in voller Spielstärke. 3176 Zustimmungen. Stopp den Asylchaos in Dreiskirchen. 1151 Zustimmungen. Und den Faschingsdienstag zum gesetzlichen Feiertag erklären. Ist auch eine Petition im Parlament, da können Sie auch zustimmen. Haben wir 200 Leute zugestimmt. Aber Sie finden auch dort die Stellungnahme der Selbsthilfegruppe Mobbing Graz bei dem Entwurf zum Strafrechtsänderungsgesetz. Und jetzt will ich meine Zeit nicht länger ausmachen. Die Zeit läuft so schnell.
die einzelnen rechtlichen Bestimmungen sind so kompliziert, dass man das im Einzelfall sozusagen schildern kann. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen vielleicht doch das eine oder Interessante vermitteln können. Ich bedanke mich für die Ausführungen und kann stundenlang drüber. Ich muss den anderen die Chance geben, dass er auch reden kann, wo er auch stundenlang drüber könnte. Aber bitte nicht überspannen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, bitte. Und zwar, wenn Sie Fragen haben, dann notieren Sie bitte diese Fragen auf einen Zettel. Auf jeden Sessel habe ich drei Zettel und so einen Flyer dazu gegeben und einen Kugelschreiber, dass man die Fragen notieren kann. Die notierten Fragen kann man dann stellen oder auch, wenn man es im Kopf hat, kann man es auch stellen während der Podiumsdiskussionen anschließen, dann muss nach den Diskussionen, also nach den Vorträgen. Sie können sie auf diese Weise persönlich vortragen, aber Sie können es auch anonym vortragen. Ihre Fragen, indem Sie, das ist ein Ton herkriegt, die Fragen da reinschmeißen. Und ich stelle dann die Fragen statt Ihnen. Aber dadurch, dass Sie die Zettel reinschmeißen und da vielleicht nur einer oder zwei Zettel drin landen, dann ist es ja nicht anonym. Deshalb bitte ich jeden einen Zettel reinzuschmeißen, anschließend. Auch wenn da nichts draufsteht auf dem Zettel. Es ist auch die Möglichkeit, auf dem Zettel die Kontaktmöglichkeiten draufzuschreiben, wo ich Kontakt aufnehmen kann und informieren kann über das nächste Gruppentreffen, über Änderungen von Gruppentreffen etc. Wir werden das ganz unorthodox machen, oder? Und ich habe auch zusätzlich noch Visitenkarten am Sessel gehabt, das heißt, wenn Sie sich da nicht melden wollen und das nur immer für zu gefährlich halten, wenn man da jetzt einen Zettel reinschmeißt, weil das könnte vielleicht wer sehen, was ich da aufgeschrieben habe, der hinter mir sitzt, dann nehmen wir das Karten und rufen die an, schreiben eine E-Mail, da stehen die Kontaktmöglichkeiten drauf. Dann hätten wir den Kontakt im Prinzip auch schon erledigt. Als nächstes bitte ich die Frau Dr. Irene Haller-Zwobert und ihre psychologischen Aspekte. Die psychologischen Aspekte nehme ich einmal wahr, dass die Leute schon sehr lange zuhören. Daher bin ich, weil ich immer schon ein kreativer Mensch war, jemand, der seinen Vortrag einfach umschmeißt und sie ein bisschen mehr in meinen Vortrag einbeziehen wird. Ich hoffe, dass... Ich glaube, hört man mich gut? Ja. Ich hoffe, dass wir dann alle wieder lebendig werden. Trotzdem ist es wichtig, glaube ich, am Anfang neben einem Beispielfall, der ganz kurz ist, und einer Definition der verschiedenen Mobbingformen, diese Geißel der modernen Arbeitswelt einmal einzugrenzen. Denn das ist ein Problem, das wir immer wieder in Diskussionen erfahren, dass es Expertengruppen gibt, die sagen, ja, Mobbing, die Leute werden alle nur in Frühpension und wollen sich Geld erschleichen. Und die andere Gruppierung, meist Leute, die vielleicht auch in höheren Positionen davon betroffen waren, sagen, ja, das wird sich immer dann tun. Langjährige Therapie, medizinische Untersuchungen, Arbeitsplatzwechsel, wenn er nicht Mobbing erfahren hat. Und da gibt es also nicht nur zwei Lager, sondern wie es der österreichische Weg immer ist, Dr. Dorsky hat mit mir schon darüber gesprochen, wir tun das halt alles ein bisschen so verschlampen und nicht so wirklich direkt sagen. Daher möchte ich mich gar nicht mit einreihen und werde sich doch noch mit ein paar Definitionen vielleicht ein bisschen zu der Sache näher bringen. Und dann mache ich das eher vielleicht in einem Dialog, wenn Ihnen das recht wird. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was passierte. Ich glaube, ich habe nur gelacht, als man mich zu meinem neuen Vorgesetzten rief und dieser mir mitteilte, dass man mit meinen Arbeitsleistungen nicht mehr zufrieden sei und mir nahelegen würde, zu kündigen. Den ganzen Tag bin ich wie im Traum herumgelaufen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sich da vor meinen Augen abspielte. Ich habe immer gern gearbeitet und mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und dann kommt da so einer, der gerade mal ein paar Wochen auf der Station ist und maßt sich an, meine Arbeit zu beurteilen. Das jede Woche und immer wieder die Verantwortung, mich zu kündigen. Nun, da sind wir schon bei der Definition von Mobbing. Wer hat denn das eigentlich erfunden? Es war ein sehr gescheiter Mann, ein Österreicher, nämlich Lorenz, bei seinen Graugänsen, die sich zusammengerottet haben als Gruppe
um auf ein Wesen loszugehen, nämlich den Fuchs. Und so hat er den Begriff geboren, Mobbing, weil da auf ein Lebewesen losgegangen wurde von einer Gruppe. Und heute sprechen wir, wenn ich eine Definition sagen dürfte, Mobbing oder Mobben leitet sich vom englischen Verb to mob ab und bedeutet über jemanden herfallen, sich auf jemanden stürzen, anpöbeln. Mobbing beschreibt also einen Prozess, in dem Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum systematisch schikaniert werden und diskriminiert. Ein detaillierter Überblick gibt dann Zapf und Lehe in Anlehnung an Lehmann, der 5 Mobbing-Schritte festgehalten hat. Auf das komme ich dann noch zu sprechen. Aber wichtig ist, in diesen Definitionen sich klar zu machen, es muss systematisch gegen eine Person gerichtet sein. Es darf sich nicht um normale Konflikte, die aufgrund von Umstrukturierungen, Arbeitsüberforderungen oder ähnlichen Dingen im Betrieb vorherrschen. Um das darf es sich nicht handeln. Es muss also systematisch über einen Zeitraum, zumindest in Deutschland ist es so definiert, 20 Mobbinghandlungen müssen vorgenommen worden sein, um als Mobbing überhaupt anerkannt zu sein. Ich finde das sehr wichtig, weil was mein Vorredner gesagt hat, ist es bei Diskriminierungen vielleicht anders. Und wenn ich diskriminiert bin, kann ich mich vielleicht anders zur Wehr setzen, rechtlich gesehen. Was mir noch wichtig erscheint, sind auch so Begriffe wie Bullying, Stuffing, Stalking etc. Bullying, was ist denn das? Bullying, da ist leider Österreich Spitzenreiter. Nach einer OECD-Studie, ich habe sie im Standard gefunden, von der Frau Nimmervoll, die ist vom 23. März 2015. Einer von 5 Schulbuben, um da wieder das wieder auszugleichen, es sind nicht überall die Frauen. Einer von 5 Schulbuben zwischen 11 und 15 ist vom Bullying betroffen. Doppelt so viele wie im OECD-Schnitt, 5-mal mehr als in Schweden. Österreich ist trauriger Spitzenreiter. Und dann habe ich mir noch rausgestrichen, weil ich das also auch ganz wichtig finde, über die allgemeine Mobbingrate. Österreich liegt mit 7,2% drastisch über jenem des europäischen Durchschnitts von 4,1%. Und 2010 sank rund 1% im EU-Durchschnitt die Mobbingrate. In Österreich stieg sie im selben Zeitraum um 5-7% an. Das ist also ein Faktum, von dem müssen wir ausgehen, das nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Allerdings, wie es der österreichische Weg immer so ist, es ist nicht gesetzlich geregelt. Oder wir schweigen es durch. Ne? Bevor ich also auf Strategien und die Phasen von Mobbing eingehe, möchte ich gern, das glaube ich ist interessant für alle hier Anwesenden, auf Merkmale von Mobbingopfern eingehen. Da gibt es nämlich Persönlichkeitsanteile im Vergleich zur Normalbevölkerung, die extrem stärker ausgeprägt sind bei Persönlichkeiten, die eher zu Mobbing opfern werden. Und mir ist ganz wichtig, als Therapeutin Ihnen nahezubringen, darum geht es mir jetzt nicht zu sagen, das sind halt die Neurotiker, das sind die Hysteriker, das sind die Kranken, sondern mir geht es darum, klarzumachen, man bringt schon eine Persönlichkeit mit, dass Mobbing-Täter wunderbar in eine Kerbe schlagen können. Und das kann man ändern. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das sind prinzipiell eher Persönlichkeiten, die natürlich mehr zu Neurotizismus neigen, die Ablehnungssensibilität haben, die vielleicht immer schon ein bisschen zurückgesetzt wurden, die da sensibler reagieren. Das Ungerechtigkeits- und Gerechtigkeitsgefühl ist höher. Das Selbstvertrauen ist niedriger. Die Selbstbehauptung ist niedriger. Und das Misstrauen gegenüber allen anderen, wo ich mich austauschen könnte, ist höher. Und es gibt verschiedene positive Eigenschaften, die interessanterweise auch zu einem Mobbing-Opfer werden lassen können.
Die subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit ist höher wie bei den meisten Burschen. Vertrauensausgabe oder Hingabe an jemand anderen ist höher. Die Distanzierungsfähigkeit dem Gegenüber ist niedriger. Die Resignationstendenz ist höher. Und die offensive Problembewältigung ist natürlich aufgrund des mangelnden Selbstwerts niedriger. Das führt natürlich dann dazu, dass es viel schneller Strategien des Mobbings, ja, greifen können. Das kann über organisatorische Maßnahmen passieren, über Kompetenzverweigerung, Arbeitsaufgaben werden entzogen, sinnlose Tätigkeiten werden angeschafft. Und jetzt haben wir schon im Dialog, was würden Sie meinen, was gehört da noch hinein zu gelungenen Mobbing-Strategien? Weil dann können wir nämlich auch Strategien entwickeln, wie wir sie nicht bekommen, die Mobbing-Opfer. Haben Sie etwas erlebt? Was würden Sie meinen, was sich gut eignet für Mobbing? Auf Zuruf, alle sind gern gehört. Überstunden kürzen. Wunderbar! Alle Bonitäten werden einer Person wissentlich entzogen. Sehen Sie, und da haben wir schon wieder den Konflikt. Haben wir hier nur einen Konflikt des Unternehmens, das alle trifft, oder haben wir ein Mobbing-Vorgehen, dass man einer bestimmten Person sagt, aber du nicht. Wissen Sie, ich bin jetzt fast 25 oder noch länger Therapeutin und ich habe von der Polizei Mobbing-Opfer behandelt, da würden Sie staunen, gerade bei der Polizei. Nicht, wenn wir alle so starke Männer sind, da wurden dann auf einmal, genau wie Sie gesagt haben, die Überdienste oder Mehrdienste, die aber recht angenehm sind, in der Stadthalle, ein Musical anhören, da sind wir immer rausgefallen, ganz komisch. Und wenn man aber irgendwo Straßendienste hatte oder 60 Stunden und mehr Nachtdienste und 3 Tagesdienste, das war ganz merkwürdig, da hat es bestimmte Kollegen gegeben, die waren immer und bereitwillig die Ersten, die man genommen hat. Also wir sind wieder hier bei dem Punkt, es muss zielgerichtet sein, eine Abhängigkeit muss ausgelöst sein, es kann von unten nach oben gehen, es kann jeden treffen, es muss nicht nur in der Arbeit kann das sein. Ich habe leider auch einen Fall gehabt in der Familie, also die zweite Frau innerhalb einer Familie, die wurde effektiv ausgegrenzt von den Kindern, die war also schwerst depressiv und ist vor dem Suizid gestanden. Die Kinder haben es original beschimpft, aber bis aufs Ordinärste und der Foto hat das unterstützt, nicht? Also das kann überall sein. Noch eine Idee, was vielleicht Mobbing-Strategien wären. Ja, Informationen vorenthalten. Ganz richtig. Das hat der Kollege rechtlich schon dargestellt. Das kann ein Vorgesetzter auch als Parole ausgeben. Auch das hatte ich bereits. Ja? Also den Kollegen, wissen Sie, wir werden schauen, dass wir den bei gutem Wind versetzen. Es geht ihm ja dann nicht schlechter, aber der passt nicht mehr in das neue, taffe Abteilungsbild. Geben Sie ihm Arbeiten, schauen Sie, der schafft es nicht mehr so. Der ist ein bisschen älter, dem geben wir dann die statistischen Arbeiten, die er raussuchen muss und wo er keine Informationen mehr bekommt. Wir sind wieder bei Daten. Menschen über 50, 55 eignen sich besser zum Mobbing-Opfer laut Statistik als junge Leute. Und natürlich auch Kinder, also immer die Endpunkte unserer Gesellschaft, die Randgruppen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie unterbrochen, Sie wollten was sagen. Noch eine Mobbing-Strategie. Isolieren von seinen wichtigen Bezugspersonen. Bitte? Jemanden zu isolieren, ja, isolieren von seinen wichtigen Bezugspersonen. Korrekt. Also die Isolation und Ausgrenzung, wenn man da nach dem 5-Phasen-Modell geht, ist dann schon eine, die ziemlich, ziemlich weit unten schon bei Depression, Suchtmittelmissbrauch, massive Gesundheitsstörungen eintritt. Also die Isolation, die kommt oft schleichend und am Ende des Mobbing-Prozesses führt sie zur Kündigung und im schlimmsten Fall zu Suizid. Wenn wir jetzt einmal die Strategien hier stehen lassen, wir haben vielleicht eine wichtige vergessen, das sind verbale
Aggressionen und auch Ausgrenzungen, die so ausschauen können wie den grüßen wir prinzipiell nicht mehr. Wir gehen alle Mittagessen, aber den übersehen wir. Ja, also diese ganz persönlichen sozialen Ausgrenzungen, wo der Betroffene unter Umständen durch Mehrleistung, Verzicht auf Urlaub, Überstunden, versucht wieder in das soziale Gefüge hineinzukommen, versucht andere zu entlasten und vielleicht gar nicht mitkriegt, dass von oben das gewünscht wird, weil da zu viele Leute das selber machen und man ein Bein wie im Laufe der Zeit verlieren muss. Dann hätten wir ungefähr diese Mobbing-Strategien, die es da gibt. Und ich möchte Ihnen vielleicht so am Ende, bevor ich zu den Lösungsstrategien komme, ich kürze es einfach, weil ich glaube, es ist wichtiger, dass wir miteinander diskutieren in einer Selbsthilfegruppe, möchte ich Ihnen doch noch das Phasenmodell vorstellen. Der Weg in die Mobbing-Katastrophe. Gibt es eine betriebliche und eine persönliche Ebene? Das beginnt meist mit den Konflikten in der Organisation, vielleicht mit kleinen Gemeinheiten, Unverschämtheiten, mit kleinen Übergriffen, wo man sagt, der ist zu langsam oder der ist zu gut. Also wieder, beide Eckpunkte eignen sich fürs Mobbing. Ganz wichtig. Nicht, weil jemand nur schlecht ist oder faul ist, wird er gemobbt. Wenn das so ist, dann ist das meist nachweisbar. Dann spricht man nicht vom Mobbing, sondern von anderen Dingen. Aber die Randgruppen, die langsamer sind, die genauer sind, die sich genauer an gesetzliche Bestimmungen halten, die nicht so elegant über gewisse Dinge hinweg sind, oder auch die Fleißigeren, die sagen, ich will diese Arbeit erhalten, ich will meine Arbeit gut machen, die sind gerne drin. Mobbing und Psychoterror in der zweiten Phase, hier roten sich dann die Meuten zusammen. Es konzentriert sich auf eine einzelne Person, und diese wird attackiert, ausgegrenzt und mit allerlei Bösartigkeiten bedroht. Es entsteht, um die persönlichen Ebenen des Opfers auch einmal zu beschreiben, in der ersten Phase, wo noch Konflikte und Unverschämtheiten und Grobheiten da sind, kleinerer Art, entstehen erste Stresssymptome. Man versucht sich anzupassen. Man versucht, Versöhnungsangebote zu setzen. Ich habe einen Patienten gehabt, der gesagt, wissen Sie, ich habe mir dann gedacht, ich mache einmal einen riesen Kuchen für die Kaffeeküche. Aber ich war ganz fertig. Es hat sich niemand ein Stück genommen. Also man versucht vielleicht in dieser ersten Phase noch am ehesten mit einem Betriebsrat zu reden, mit einem Kollegen zu reden. Vielleicht den Chef noch draußen zu halten, weil man will ja auch keine Betze sein. In der zweiten Phase, wo der Psychoterror schon sich wirklich konzentriert auf eine einzelne Person, entsteht bereits Angst, Verwirrung, Selbstzweifel, Zunahme, auch der eigenen Isolation. Und ich nehme jetzt Bezug auf einen Zuhörer, der gesagt hat, diese Isolierung, ich habe sie so verstanden, von den anderen Kollegen, aber auch von Arbeitsinhalten. Habe ich das richtig verstanden? Ja? Diese Isolierung kennt man dann selber auch. Das ist so ein Rückzug auf die Innenwelten, auf das, was gewohnt ist. Man macht dann seine Arbeit, aber man nimmt nichts mehr Neues auf. Man bezieht vielleicht auch viel zu viel auf sich selbst dann schon, weil man schon müde ist, verzweifelt ist. Man beginnt sich umzudrehen, Herr Wilke hat es erzählt. Nicht? Man wird leicht paranoid, obwohl man nie paranoid war im Leben. Ja? Okay, die Phase 3, die Betriebs- und Personalleitung reagiert, aber leider nicht immer gewünscht. Androhungen, Versetzungen, Verwarnungen, Kritik an der Arbeitsleistung, Degradierung. Und jetzt tritt die Isolation ein, die Sie angeführt haben. Und man selbst geht in eine innere Kündigung. Man zieht sich zurück im besten Fall oder man lehnt sich auf, schreibt Beschwerden, die nichts nutzen und die ganze Situation verschärfen. Und es tritt eine Erschöpfung und eine verstärkte psychosomatische Reaktion ein. Die psychosomatische Reaktion richtet sich nach Vulnerabilität, also Verletzlichkeit der betroffenen Person. Es gibt Leute,
die mit dem Magen-Darm-Trakt reagieren. Es gibt Leute, die mit dem respirativen Kreislauf reagieren, also den ganzen Atemwegen, ganz stark betroffen, das stabile Knochengerüst, also HWS, LWS und Bandscheibenvorfälle nicht zu vergessen, ein sehr beliebtes psychosomatisches Reaktionsbild, das natürlich durchaus auch Abnutzungserscheinungen altersbedingt, wir haben gehört, ältere Arbeitnehmer sind vielleicht häufiger betroffen, natürlich dann auch dorthin delegiert werden können. Und das sind halt Abnutzungen, das hat ja mit uns nichts zu tun. Ich habe zurzeit einen Mobbingfall aus dem Burgtheater, Sie haben es alle in den Medien gelesen. Also diese Frau ist schon ein Dreivierteljahr zu Hause und bekommt Angst und Schweißausbrüche, wenn sie mit der Straßenbahn beim Burgtheater vorbei. Sie befindet sich also schon in der Phase 4, weil man kann ihr bei den Einsparungsmaßnahmen keinen anderen Arbeitsplatz als den, den sie bisher über 25 Jahre inne gehabt hat, anbieten. Und man sagt, man ist ja gern bereit, mit der Therapeutin ein Coaching-Gespräch gemeinsam zu führen. Und plötzlich wird das aber abgesagt, weil die Patientin noch im Krankenstand ist, als wäre sie geistig umnachtet und könnte nicht dorthin gehen, in Begleitung und in Unterstützung und ein Gespräch führen. Nein, man hat dieses Coaching-Gespräch, damit der Arbeitgeber die Rechte nicht verletzt des Arbeitnehmers, nämlich die Fürsorgepflicht, hat man so ein Gespräch anberaumt, aber plötzlich mit der obersten Chefin des Burgtheaters, mit dem kaufmännischen Direktor, mit dem Theaterort, mit allen Abteilungsmitgliedern, auch welche, die gar nicht mit ihr zu tun haben, und dem Mobbingopfer, das dann mit mir dort sitzt. Glauben Sie mir, ich kann meine Sache schon, aber es wurde ja abgeblasen. Ich hätte dort schon ein paar Fragen. Phase 4. Der soziale Abstieg beginnt. Die Versetzungen werden immer häufiger. Es wird abgeschoben. Man bekommt funktionslose Arbeitsplätze. Und langsam, aber sicher wird man kaltgestellt. Langfristige Arbeitsunfähigkeit wird einem adjustiert. Und das geht so weit, dass es zur persönlichen Diskriminierung kommt. Der gehört ja in einer Nervenheilanstalt, tut sich früh pensionieren, kündigt sich einfach. Und schauen wir, wie kommen wir gut aus dem ganzen Prozess heraus. Für den Betroffenen selber sprechen wir dann von massiven depressiven Einbrüchen, von Suchtmittelmissbrauch meist, massiven Gesundheitsstörungen und posttraumatischen Stresssymptomen. Was sind posttraumatische Stresssymptome? Die Leute schrecken in der Nacht hoch, fühlen sich bedroht, fühlen sich auch körperlich gewaltmäßig bedroht und im schlimmsten Fall gibt es Suizidversuche. So, ich wollte das sehr kurz halten, daher lasse ich ein paar Teile aus und bitte Sie einfach, mich zu fragen und möchte nur abschließend auf ein paar Strategien eingehen, die man haben kann. Da ja die gesetzliche Situation nicht besonders gut ist, würde ich raten, ein bisschen ein Beispiel zu nehmen an den Herrn Wicke, der wirklich über ganz persönliche Auseinandersetzung sich immer mehr auf die eigenen Füße gestellt hat und plötzlich gesehen hat, ich bin's nicht, ich bin nicht Schuldträger. Der erste Schritt heraus ist, sich bewusst zu machen, ich bin nicht schuld. Es gibt keine Schuld auf zwei Füße. Man kann nur für eine Handlung schuldig sein, denn die tut sich nicht von allein. Handlungen setzen Menschen. Und das ist immer so meine Grundlage, neben der zweiten Grundlage, der beste Therapeut ist der, der unnötig ist. Und Sie sehen, er hat sich selber geholfen. Ich habe ihn gerne hierher begleitet, um Ihnen ein bisschen was von therapeutischer und medizinischer Sicht zu erzählen, denn ich habe das sehr bewundert, dass er aus einer wirklichen, sehr bedrohlichen Situation, in die Enge getrieben zu sein, sich wieder gefunden hat, sich seiner Ressourcen bewusst wurde und da kommen dann so viele Dinge zu tragen, nicht? Es kann sein,
eine andere Art von Ausbildung und trotzdem Autodidakt was beherrschen, aber halt keinen Titel haben. Oder schneller zu arbeiten wie andere Kollegen und daher sozusagen den gewöhnlichen Ablauf stören. Oder freundlich sein, sich sportlich engagieren in betriebsnahen Institutionen und dort auch Erfolge haben und ein Vorgesetzter hat sie nicht. Es kann aber auch ganz genau umgekehrt sein, dass ein Vorgesetzter von seinen Untergebenen gewobt wird, weil die sagen, den nehmen wir und erkennen wir nicht an. Ja? Und immer wieder landen wir bei schuldhaften Verhalten, aber nicht schuldigen Personen. Das heißt, um es jetzt wirklich in die letzte Phase zu bringen, Strategien, um Mobbing zu vermeiden, liegen sicher darin, zu kommunizieren, sich davon zu distanzieren, es auch zu dokumentieren und vor allem, bevor man das alles kann, natürlich es zu verstehen. Vielleicht auch fachlich mit jemandem zu sprechen oder in Selbsthilfegruppen. Ist es jetzt Mobbing oder ist es keines? Ja? Ich muss zuerst einmal sagen, stopp, ich mache nicht mehr mit. Jetzt muss ich es verstehen, dann muss ich es dokumentieren und dann kann ich es einordnen und dann kann ich sagen, was ist jetzt mein nächster Schritt? Will ich die Arbeit erhalten? Und über Versetzung und Kommunikation und verschiedene andere Strategien, vielleicht Coaching in einer Abteilung, in der Firma und so weiter, vielleicht nur eine Abteilung wechseln? Oder ist mir meine Gesundheit so wichtig und habe ich eine Möglichkeit, dann verändere ich den Arbeitsplatz. Das ist aber eine Strategie, die man nicht mehr alleine tragen sollte. Da müssen Familien eingebunden sein, da sollte, wenn möglich, ein Betriebsrat, wenn es einen Funktionierenden gibt, was leider auch nicht immer so ist, ja? Oder auch Arbeiterkammerberatungen, auch medizinische Beratungen, therapeutische Beratungen. Es gibt neben kostenpflichtigen niedergelassenen Therapeuten auch SFU, wo man in die Ambulanz gehen kann, man kann in Kriseninterventionszentren 10 Stunden gehen, es gibt für Studenten die Studentenberatung und es gibt, ich traue es mir kaum zu sagen, auch Schulpsychologen, und da habe ich nicht so tolle Erfahrungen gemacht, aber man muss manchmal halt mehrfach Leute aufsuchen, wenn man mit dem ersten nicht kann. Es ist ganz, ganz wichtig, die Kommunikation und das Wissen, ich bin nicht schuld. Ich habe vielleicht ein Verhalten, das ich auch ändern muss. Ich habe vielleicht Anteile, aber Schuld ist keine Größe. Denn das habe ich die Erfahrung gemacht, ist für Betroffene eines der schwierigsten Probleme dabei. Schuld und Scham. Ich scheitere, ich bin nichts wert, ich kann meine Arbeit nicht und ich dachte doch, ich habe mich so dünn. Danke Ihnen schön für Ihre Aufmerksamkeit. Also wenn noch Fragen sind, die direkt gestellt werden wollen, bin ich gerne offen. Sonst kommen wir zu den Fragen, die ich eingesammelt habe. Und sie sind beide rechtliche Fragen und gehen deshalb an den Herrn Magister Rotz an. Ja, eine Frage lautet, mich betrifft Bossing, welche Rechte habe ich? Wissen alle, was Bossing ist? Nein. Sollen wir es definieren? Nein. Ja. Bossing ist sozusagen das umgekehrte Mobbing, wo ein Chef von einer Gruppe von Mitarbeitern gemobbt wird, wo ein bestimmter Mitarbeiter vom Chef bewusst zur Kündigung veranlasst wird. Das gibt es wirklich auch in zwei Seiten, aber da ist vielleicht die Definition unterschiedlich. Der Internet weiß nicht immer alles, aber wir kennen es, wenn ein bestimmter Mitarbeiter vom Chef sozusagen ganz direkt oder auch indirekt permanent genötigt wird, seinen Job dort zu kündigen oder zu gehen oder zu verlassen. Ja. Aber das ist jetzt richtig so definiert. Ja, ja. Also nur. Was wir bei Bossing machen, da kann man sogar sehr viel machen, wenn man das Glück hat, dass man zu einer Gruppe gehört, die den Diskriminierungsschutz hat. Es gibt nämlich
Zum Beispiel, wenn man Behinderter ist, gibt es am Paragraph 7n Behinderteneinstellungsgesetz. Für Bundesbeamte gibt es den Paragraphen 19 Bundesgleichbehandlungsgesetz. Da kann man den Vorgesetzten persönlich klagen. Das wissen die Vorgesetzten nicht. Ich habe sowas miterlebt, das ist für die Vorgesetzten ein Aha-Erlebnis, wenn sie einmal als Beklagte beim Arbeits- und Sozialgericht stehen. Speziell wenn die Sektionsleiterinnen des Bundes sind, die höchsten Beamtinnen. Und das ist insofern originell, denn diese Bestimmung kennt fast niemand. Und es gibt einen Pionier, der hat die erste Klage geführt gegen seine Vorgesetzten, seine Unmittelbaren. Das war ein Hofrat von der Polizei. Ja, das ist das Buch. Der hat im Jahr 2004 das Buch Asyl Connection rausgegeben und hat bereits im Jahr 2004 diese Problemfälle im Asylwesen dargestellt und vorausgesagt. Das hat aber niemand sagen dürfen, was da wirklich los ist. Der hat im Vorwort gleich geschrieben: Als erstes bekommt er eine Anzeige wegen Verletzung der Amtsverschwiegenheit, als zweites kriegt er Disziplinarverfahren. Er kann aber da nicht mehr zuschauen. Er muss das sagen, denn das Asylwesen, das entwickelt sich in einer katastrophalen Richtung. Die Aussage ist aus dem Jahr 2004. Ich glaube, jetzt ist auch schon so, dass mehrere Leute bemerken. Und seit der das herausgegeben hat, wird er ständig gemobbt. Der hat eine Anzeige nach der anderen, eine Disziplinaranzeige, Anzeigen wegen Amtsmissbrauch und so weiter, die er ständig beschäftigt, dass er das abwehrt. Er konnte es mittlerweile abwehren. Das ist ein ausgezeichneter Jurist. Ich glaube, das ist der Hofrat Winkler. Aber was die Mobber erreicht haben, er geht jetzt Ende September mit 57 Jahren in Frühpension. Er hat gesagt, ich bin froh, dass ich da weg bin. Und ich kann das auch sagen, weil das ist also jetzt schon abgefahren. Man hat es erreicht, dass man einen ausgesprochen guten, was heißt gut, das ist für mich ausgezeichneter Jurist, und ein engagierter Beamter, man hat es erreicht, dass er in Frühpension geht. Und dort steht nur wieder in der Zeitung, was können wir tun gegen die Frühpensionen. Es ist noch nicht untersucht, wie viel von den Frühpensionisten Mobbingopfer sind. Das will man offenbar nicht wissen. Aber ich komme zurück, weil das ist ein sehr praktikabler Fall. Ihm hat man also diskriminiert, weil er gesagt hat, er hat das Asylwesen kritisiert. Und was kann er da vorbringen als Diskriminierung? Hat er gesagt, er ist diskriminiert wegen seiner Weltanschauung. Und diesen Diskriminierungsschutz, den gibt es auch von der EU runter, da gibt es eine EU-Richtlinie, aber wie man das halt sehr gut macht oder sehr gerne, man sagt zwar, man hat Diskriminierungsschutz bei der Religion und bei der Weltanschauung, aber man definiert das nicht. Also was ist eigentlich jetzt der Weltanschauung? Und er ist gegangen bis zum OGH und der OGH hat dann gesagt, eigentlich in seinem Fall ist es nicht wegen der Weltanschauung, denn er hat ja gesagt, er hat das Asylwesen objektiv dargestellt und wenn er objektiv ein Problem darstellt, dann ist er das keine spezielle Weltanschauung und da ist er so abgeblitzt. Aber, wie gesagt, das war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, seine Vorgesetzten direkt zu klagen. Auf die Idee ist er noch sehr wenig gekommen, weil diese Möglichkeit kennen weder die Betroffenen noch die Vorgesetzten. Und insofern ist es interessant, es gibt Frauenförderungspläne beim Bund. Ja? Und in den Frauenförderungsplänen
gibt es in einigen eine Bestimmung, die heißt Schutz der Menschenwürde am Arbeitsplatz. Und da steht drinnen, zum Beispiel beim Verwaltungsgerichtshof, § 2, es sind die Mitarbeiter über ihre Rechte bei Diskriminierung, bei Mobbing und Diskriminierung zu informieren. Das ist ein wunderbares Gesetz. Das steht da, nur es passiert in der Praxis nicht. Es haben Beamte Mitarbeitergespräche zu führen mit dem Vorgesetzten jedes Jahr. Und da ist gedacht, dass im Rahmen der Mitarbeitergespräche die Vorgesetzten die Mitarbeiter über ihre Rechte informieren. Ich habe 48 Dienstjahre erreicht im öffentlichen Dienst. Ich bin die 48 Dienstjahre immer nur über meine Pflichten informiert worden, aber nie über meine Rechte. Doch, die Rechte habe ich mir selber aus dem BTG raussuchen können. Und übrigens kommen wir zurück auf diese Frauenförderungspläne. Das könnte man, ich weiß nicht, ob der Fragesteller jetzt im öffentlichen Dienst ist oder nicht, er muss ja nicht halten, aber... Gesundheitswesen ist ja... Das ist ein Eldorado für Mobbing, ja? Ja, genau, das stimmt. Das ist ja... Das stimmt. Ja, gut, aber Gesundheitswesen kann das ja, aber dann nehme ich an, öffentlicher Dienst. Ja? Aber, was soll ich sagen? Ich kann Ihnen wieder mal das Internet empfehlen. Wenn Sie öffentliche Dienstbeamtin sind, da gibt es, also, ich habe das hier beschrieben, ja, was man da konkret machen soll in dem Beitrag wirksamer Schutz gegen Mobbing und Diskriminierung. Ich habe mich selbst gewundert, muss ich sagen, da gibt es von der Arbeiterkammer hat so eine Veranstaltung gegeben und da haben die ganzen, da haben sie über Mobbing gesprochen. Aber der Artikel wird also, der wird nirgends propagiert. Ja? Also auf den weist man halt nicht hin. Aber da steht, was man konkret machen kann. Ja? Und da gibt es Sonderregelungen für Beamte. Also mit einer schönen Zeichnung. Da habe ich genau für Beamte die Maßnahmen dargestellt, die möglich sind. Und auch ein Beamter kann dem Arbeits- und Sozialgericht seinen Vorgesetzten klagen. Das wissen die ganzen Gewerkschafter nicht. Ja, das wissen die Personalvertreter nicht. Denn es gilt das Dogma, ein Beamter hat beim Arbeits- und Sozialgericht nichts verloren. Das stimmt aber nicht. Ja, und da gibt es auch eine Seite im Internet, wo Sie nachschauen können, da sind solche konkreten Fälle vermerkt, da kann man nachlesen, wie das geht. Die heißt Mobbing konkret. Und da gibt es eine Spalte Rechnungshof. Und da ist so ein, und da sind so Fälle, da hat ein Rechnungshofbeamter, den ich gut kenne, sozusagen geklagt. Das sind mittlerweile 13 Verfahren. Ja. 9 sind erledigt, 7 oder in 7 war er erfolgreich. Ich sage das einmal so neutral. Aber jedenfalls, sie haben beste Chancen, wenn sie zu einer Diskriminierung, zu einer Gruppe gehören, die Diskriminierungsschutz hat. Als Frau hat man... Nicht immer, wir sind ja auch tausende... Wegen des Geschlechts, ja, Entschuldigung. Darf ich nur vielleicht eine Information dazu geben? Ich war ja von der Goethe Mobbingbeauftragte und Vorsitzende der Universitäten in der Goethe Bundessektion 13 und habe gemeinsam mit der Sabine Oberhauser, die damals ÖGB-Stellvertreterin war, gibt es einen Mobbingbeauftragten, das ist immer sie, war damals die Sabine Oberhauser vom ÖGB, die Obermobbingbeauftragte und ich war ihre Stellvertreterin von der Goethe. Die funktionieren sehr gut, die wissen natürlich schon noch, dass man das beim Arbeits- und Sozialgericht einklagt, auch weil wir waren ja nur für zum Teil Bundesbeamte zuständig und wir haben die dort auch hingeschickt und wir haben sie auch vertreten vor dem Arbeitsgericht. Also eins ist schon, gerade die Goethe zahlt auch
einen Anwalt vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Also da gibt es diese Mobbingbeauftragten. Ja, aber auch die Arbeiterkammer, also wenn man jetzt nicht bei der Gemeinde ist, muss man sagen, oder beim Bund ist, muss man sagen, auch die Arbeiterkammer, ich habe die Erfahrung gemacht, die rechtliche Unterstützung ist dort nicht, also nicht in allen Sachen, aber das, man kriegt die ersten Informationen, das wird bezahlt. Also bei der GÖD, die GÖD hat eine eigene Mobbingberatungsstelle und mit der war ja in Kontakt. Und die bietet an 10 Stunden Betreuung durch eine Psychologin. Aber die Mobbingberatungsstelle hat wieder nichts mit dem Rechtsbüro zu tun bei der GÖD. Und das Rechtsbüro, das hat ein eigenes Rechtsschutzregulativ. Und da ist aber wieder drinnen, dass die GÖD nicht ein GÖD-Mitglied klagt. Das heißt, wenn ein Gewerkschaftsmitglied seinen Vorgesetzten klagen will und der Vorgesetzte ist auch Gewerkschaftsmitglied, dann sagt die GÖD schon, na, wir zahlen eine Klage gegen eines unserer Mitglieder. Also da scheidet man aus. Also da hat man eher ein Pech. Aber als Beamter, jetzt unabhängig davon, dass man den Vorgesetzten persönlich klagen kann, kann man auch ein Verfahren gegen den Bund oder gegen den Rechtsträger führen. Nur muss ein Beamter zur Dienstbehörde gehen. Ja? Also wenn er den Rechtsträger klagt, muss er genau zur Dienstbehörde gehen und da kann er das Pech haben, dass ihn genau die Dienstbehörde mobbt. Oder die Frage ist ja, glaube ich, sicher nicht, dass man was tun kann, sondern wie schauen die Chancen aus? Nicht? Also die Fragestellung, wenn ich jetzt an unsere Situation im Spital, speziell im Krankenhaus von der Rudolf-Stiftung denke oder vom AKH, also es sind nicht alle wie der Kollege Gräs, ich kenne ihn schon sehr lange, also der ist bemüht, ist ein bisschen chaot auf der anderen Seite auch, und was sie unglaublich spielt, da sind sie sehr Gräs, aber er ist ein sehr grottwilliger. Also, ich sage, der Rechtsklagende Schritt sollte nicht der erste sein, wenn man nicht sicher sein kann, dass man was erreicht. Und das ist ja die Frage. Also die Frage mit einem Prozess auch das, was ich eigentlich will, nämlich den Erhalt der Arbeitssituation oder eben Kündigung bei vollen Bezügen oder bei Recht auf Abfertigung oder diese Dinge, glaube ich, sind es, die dann eigentlich interessieren. Haben wir da eine Chance, dass man da was kriegt? Also meines Erachtens noch haben wir da sehr gute Chancen für Arbeits- und Sozialgericht. Aus zwei Gründen bei Diskriminierung. Man muss Diskriminierung nur glaubhaft machen. Beim Mobbing muss ich das Mobbing beweisen und ich muss einen konkreten Schaden haben. Beim Mobbing habe ich meist keinen Schaden oder ich bin krank und dann sagt man, der ist zwar krank, aber doch nicht wegen des Mobbings, sondern weil das liegt in der Familie. Also ich kann den Schaden nicht beweisen. Bei Diskriminierung brauche ich überhaupt keinen Schaden beweisen. Da reicht es, wenn ich eine Diskriminierungshandlung glaubhaft darstelle. Und? Ich würde sagen, reicht. Und bei Gericht ist es so, dass die Richter ja darauf aus sind, einen Vergleich zu erreichen. Und die Vorgesetzten wollen alles andere als verurteilt werden. Das wäre ja einem Vorgesetzten sehr unangenehm, wenn er verurteilt wird wegen Diskriminierung. Also die Fälle, die ich kenne, da haben die Vorgesetzten sehr bald einen Vergleich zugestimmt und haben zumindest die Hälfte der Klagsforderung bezahlt. Also als Diskriminierungsbetroffener an Vorgesetzten beim Arbeits- und Sozialgericht klagen, ist mit sehr hohen Chancen verbunden, meiner Meinung nach. Denn die Richter wollen nämlich auch in Wahrheit nicht ein kompliziertes Verfahren führen. Die schauen natürlich, dass sie einen Vergleich erreichen. Ich kenne das von so Prozessbeobachtungen. Das war übrigens sehr interessant, wenn man zu so Gerichtsprozessen dazukommt.
Man glaubt gar nicht, was die Richter alles machen, nur damit sie ein Urteil sprechen müssen. Also sie legen den Parteien sehr vehement nahe, einen Vergleich zu schließen. Und wenn ich dann einen Vergleich geschlossen habe und eine Geldentschädigung bekomme, die Mindestentschädigung ist derzeit 1000 Euro, und der Vorgesetzte muss bezahlen, also das ist, glaube ich, für Betroffenen auch ausreichend, denn es geht ja meistens nicht ums Geld. Notiz will ja sozusagen möglichst unbehelligt weiterleben. Aber für den Vorgesetzten ist das ein Lerneffekt. Das ist die Frage nicht, ob ich dann zurück kann, Arbeitsgeber. Ich denke jetzt von der Psychologie her, das ist auch die Frage. Ein Beamter ist ja definitiv. Das will man ja bei den Beamten wegkriegen. Aber ich finde es ja gut, wenn wir da auch ein bisschen am Podium diskutieren. Sie sehen, so ist das Leben. ich meine, vielleicht von der psychologischen oder medizinisch-psychologischen Seite und von dem, also ich berate ja große Firmen auch im Bereich A, die Mitarbeiter, wie gehe ich mit der Situation um, B, die Vorgesetzten, wie erkenne ich sie rechtzeitig und wie muss ich helfend eingreifen. Die Klage kann natürlich nur der letzte Schritt sein. Weil in dem Moment, und das, ich habe 20.000 Mitarbeiter geführt in der Niederösterreichischen Landesklinik Nolling, also wenn ein Mitarbeiter mich lockt, dann bin ich natürlich nicht glücklich. Auch wenn ich verliere, bin ich umso weniger glücklich. Und dass es dann nicht ein entspanntes, nettes, freundliches Arbeitsverhältnis ist, ist auch klar. Das heißt, ich glaube, dass das eine gute Hilfestellung ist, zu wissen, dass es Chancen hat. Aber eigentlich erst der letzte Schritt sein kann. Die früheren Schritte müssen sein, so wie die Frau Doktor gesagt hat, durch die eigene Veränderung der Strategie zu versuchen, aus dieser Mobbing-Situation herauszukommen, respektive eventuell auch über Versetzungen, mit Hilfe von Gewerkschafts- oder Personalvertretern oder Arbeiterkammern, oder einfach auch wirklich durch die Möglichkeit einer Mediation, eines Coachings hier eine Lösung zu finden. Und erst wenn das alles nicht geht, was ja oft auch so ist, dann zweifellos die Klage. Nur wenn man beim ersten Aufzeigen gleich eine Klage hat, dann muss einem schon bewusst sein, dass der Arbeitsplatz dann nicht besser wird. Aber es ist wichtig, dass man eine Rehabilitation am Arbeitsplatz erlebt. Wenn man nämlich jahrelang diskriminiert wird oder runtergemacht wird, dann mag man ja wieder mit einer Klage nicht erreicht. Also es gibt einen Zwischenschritt, wenn ich wieder ein bisschen einlegen darf. Es gibt sicher einen Zwischenschritt, wie ich es auch schon erlebt habe, dass die Möglichkeit, dass so eine Klage ja durchgeht und dass viele Vorgesetzte nicht wissen, schon allein die Ankündigung und die Darlegung, dass so eine Klage angedacht wird, weil man sich nicht mehr zu helfen weiß gegen diesen persönlichen Angriff, ja, mittels eines Juristen oder, wenn man es schafft, Allah, allein die Ankündigung kann, weil er sich auch als Ersporter vorgesetzt hat, schon eine Besserung herbeiführen. Also das könnte ich mir schon eher vorstellen, weißt? Dass man sagt, bevor ich dann wirklich wie ein geprügelter Hund gehen muss mit geducktem Haupt, dann wohl die Klage. Da gebe ich Ihnen 100% recht. Und 1000 Euro im Spiegelkabinett sind 10.000, also dann werde ich sie mir nicht schenken. Ja? Ja. Ich möchte nicht missverstanden werden. Also ich habe in meinem Beitrag da sehr wohl geschrieben, dass man vorher alle anderen Möglichkeiten versuchen soll, aber wenn es nicht anders geht. Ja. Und jetzt ist da aber auch noch eine juristische Feinheit zu beachten, das sind die Fristen. Es ist unglaublich, welche unterschiedlichen Fristen man hat bei den verschiedensten Tatbeständen. Da muss man irrsinnig auf die Fristen aufpassen. Und das Schöne ist an den Fristen, nämlich für die Richter und Entscheidungsträger, die dann angerufen werden, ja, der Betroffene hat die Frist versäumt. Ja. Auf das muss man, wie gesagt, sehr aufpassen. Darf ich kurz einmal einschalten, nur, dass man das auf eine andere Bahn bringen, ein kleines Stück. Und zwar, ich würde gern, wenn es geht, den offiziellen Teil
hier einmal beenden. Also mit, wo wir da hervorne sitzen, und wenn andere uns gegenüber sind, ich habe noch eine zweite Frage. Die machen wir sofort. Die machen wir dann noch, machen wir noch vorher. Okay? Dann bitte beantwortet ihr, halten wir sie bei der Frage kurz. Sonst geht wirklich kurz. Na, die Frage lautet. Dann machen wir uns gemütlich in den Raum, wo wir später unsere Treffen stapfen. Die Frage lautet: Wie findet man einen guten, unabhängigen, engagierten Rechtsanwalt, der einen Mobbingprozess mit Ausdauer führt? Die Frage kann ich nur so beantworten, das würde ich auch gern wissen. Ja, ausreichend Geld. Naja, da kann ich gebe das dann weiter. Es gibt auch da junge, engagierte Anwälte. Das ist ein Thema sicher nicht für einen Arrivierten. Das sind typische Themen für junge Anwälte, weil damit, und die beißen sich dann auch rein, weil damit machen sie sich einen Namen. Und damit kommen sie ins Geschäft sozusagen. Also ich kann da persönlich auch jemanden empfehlen. Und da gibt es eine Gruppe von jungen Leuten, ich werde das zur Verfügung stellen, für die Selbsthilfegruppe, die einfach noch nicht die ihnen allen bekannten, berühmten Namen haben und die man mal ansprechen kann und die wirklich auf sowas auch ein bisschen beißen, weil das natürlich spannend ist und weil das etwas ist, wenn die wirklich da durchziehen. Das ist ja der Recht, der nicht so stark vertreten ist, wo man ein neues Land hat, wo man auch neu. Also ich muss sagen, in einem aktuellen Prozess, also ich kenne auch einen Anwalt, der meines Erachtens noch sehr gut ist und sehr engagiert. Ja. Aber wie gesagt, diese Mobbing-Materien sind derart umfangreich und kompliziert, dass es auch sehr wichtig ist, dass der Betroffene quasi selbst mitarbeitet. Und den Anwalt, man sollte eigentlich schon selbst ein kleiner Anwalt sein und sich da einlesen und den Anwalt sozusagen Hilfestellung geben und unterstützen. Denn ein Anwalt ist in seiner Kanzlei, der ist von Fristen getrieben, der hat ununterbrochen was einzubringen, der hat kaum die Zeit, dass er sich tagelang mit irgendwas. Ja, und vor allem, man muss ja Material liefern, nicht? Also es braucht Fakten. Ich habe ja meinen Vortrag sehr gekürzt, weil ich einfach gesehen habe, dass das vielleicht in der Diskussion leichter ist. Ich möchte das jetzt ergänzen mit zwei Sätzen. Das Um und Auf ist sicher ein Mobbing-Tagebuch. Sie müssen, zumindest in Deutschland, die sind straight in den Gesetzen, sie müssen in einem Zeitraum von einem halben Jahr zumindest 20 Mobbingfälle dokumentieren. Ich habe es also nur mit Dokumentation erwähnt in meinem Vortrag, aber ich mache es jetzt konkret. Ich habe ja auch Unterlagen, wie man so ein Mobbing-Tagebuch führt oder wie man das anlegt. Das kann ich Ihnen gerne zeigen. Ich laufe jetzt noch nicht verrückt nach Hause, ich habe mich gerne persönlich fragen. Und da muss Zeit stimmen, Ort stimmen, möglichst Betroffene, Beteiligte, wie viele Leute waren das, habe ich Zeugen, auch wenn der Zeuge es nicht bezeugen will, er war Zeuge des Geschehens, weil es ist die Frage bei Gericht, ob er sich dann eines, wie sagt man? Wie heißt das bei Gericht? Nein, danke. Das Wort habe ich zu. Eines Neinheits schuldig machen würde. Ja? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Und es gibt auch eine sogenannte Mobbingliste, wo man selber abchecken kann. Die kann man auch im Internet runterladen. Ich habe sie Ihnen auch mitgebracht. Bin ich jetzt schon ein Mobbingopfer? Wie viele Fakten treffen zu? Das kann einem bei so einem Tagebuch auch sehr helfen. Wenn man also so einen Fragebogen ausfüllt und sagt, also von 10 Fragen muss ich 8 mit Ja beantworten, dann fallen einem zu diesen Fragen ja dann wahrscheinlich auch Situationen ein, die man erlebt hat. Also bitte dokumentieren, mitschreiben, Sachlagen aufzeichnen. Dann haben die Juristen, die engagiert sind, eine Chance. Ne? Okay, danke schön. Ich hoffe, die Frage ist vorläufig einmal beantwortet. Ich bitte an, dass wir uns dann unten, also wir haben da extra da ein bisschen was zum Knappern und hergerichtet, ich glaube nach 2 Stunden sind alle sehr hungrig, zumindest ein bisschen was drauf zu haben, ein bisschen was zum Trinken, aber also Mineralwasser habe ich zumindest unten. Gerne.
Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, auch bei den Fortbetragenden. Ich bedanke mich für die Geduld, die alle gehabt haben. Ich hoffe, dass noch Interesse da ist, dass wir uns dann unten ein bisschen zusammensetzen und in den Clubraum. Wir haben noch in etwa eine Stunde Zeit, wo wir noch plaudern können, wenn wir wollen. Das ist gar kein Problem. Also von meiner Seite, ich hoffe, die Vortragenden lassen sich überreden, auch noch ein bisschen da zu bleiben und ein bisschen in einer Diskussion, in einer Plauderstunde vielleicht ein bisschen da zu sein. Dann, wenn es die Selbsthilfe sinnvoll sind, dann bitte ich weiter erzählen, weitergeben, was Sie erfahren heute, die wir auf die Internetseiten bei mir schauen, dass ich diese Diskussion, also den Vortrag zumindest reingeben kann. Sollte es irgendwelche Punkte geben, die zum Rausschneiden sind, werde ich das natürlich vorher machen, dass da wirklich niemand außer mir angreifbar bleibt. Ich werde, also es ist dann auch dort von anderen, die nicht teilnehmen haben können, die Möglichkeit da, dass sie das anschauen können. Sollte irgendjemand Interesse haben, in einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen, bitte muss jetzt da keiner sagen, einfach mir schreiben, mit mir Kontakt aufnehmen, die Karte auch noch austeilt. Ist Enzersdorf oder Fischer ein Problem, weil es jemand aus dem Ort ist? Es ist schwer, wenn ich jetzt sage, ich habe da alle 14 Tage unten ein Treffen im Clubraum, dann stehen die anderen, die unter Umständen der Mopper steht dann irgendwo versteckt ums Eck mit dem Auto und schaut, wer geht da rein ins Haus. Also das ist, verstehe ich, wenn das da nicht funktioniert. Das heißt, da wird sich eine andere Lösung finden, notfalls in einem anderen Bezirk, notfalls in Wien. Ich habe da gar kein Problem damit, dass man die Selbsthilfegruppe dann für einen Teil verlegen oder sogar komplett verlegen von da. Beziehungsweise wo sogar zusätzliche Selbsthilfegruppen gründen. Ja, das wäre eigentlich der Punkt. Ich bedanke mich, das Danke ist schon eingeblendet auf jeden Fall. Und wir setzen uns unten gerne noch mit euch zusammen und plaudern. Dankeschön.